Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 3. Ja, der eine oder andere wird es schon gemerkt haben, meine Stimme hört sich jetzt doch ein bisschen anders an. Denn ich habe es jetzt geschafft, mein Großmembranmikrofon von Rode anzuschließen und endlich mal ein bisschen mehr Qualität zu bieten. Und vor allem jetzt kommt die Ausgabe des Sounds nicht mehr aus dem Fernseher, sondern direkt aus meinen Kopfhörern. Das bedeutet, diese lästigen, ja, Geräusche im Hintergrund lassen nach. Schön, Sie gesund und wohlbehalten Ja, wiederzusehen. danke. Guten Abend. Moin. Was darf es denn Ein sein? Glas Wasser, bitte. Sehr wohl, bitte sehr. Ich danke. Hast du denn mal wieder einen Witz für mich auf Lager? Unterhalten sich zwei Magnete. Sagt der eine: Du, ich weiß nicht so recht, was ich heute anziehen soll. Ich glaube, den. Falls Sie mehr wissen möchten, dürfen Sie gerne fragen. Ich glaube, den hatten wir schon, aber ich finde den geil. Ich weiß nicht wieso, ich finde den geil. Das sind so intelligente Witze, die man doch witzig finden kann. So. Habe ich dann alles schon abgelegt. Mal sehen. Kampfrüstung, ja. Hier müsste ich auch alles abgelegt haben. Hab hier ein Gewicht von 89. Das heißt, eigentlich müsste das reichen, ne? Oder? Was haben wir denn für Quests? Von Mikula. Ah, wir haben. Oh, wir haben den Quest ja noch nicht abgegeben bei dem Kleinen. Merke ich gerade. Und zu Moira müssen wir auch gehen, aber da fehlen noch ein paar Maulwurfsratten. Das heißt, erstmal werde ich, glaube ich, zum Kleinen gehen und die Quest abgeben, damit ich sagen kann, ja, komm, bist du sicher? Machst du, was du willst hier in der Stadt? Du kannst alles machen, kannst nackt rumlaufen, wenn du willst. Ach, der Gute hat's gut. Der Gute hat's gut, der Kleine hat's gut. Oh Mann. Gleich die Aufnahme mit dem Fail gestartet, aber was soll's. So, dann begeben wir uns mal aus Megaton hier raus. Oder habe ich hier nicht irgendwie noch was zu tun? Ich glaube, da war dieser Junge da, dieser Drogenjunkie, den ich noch irgendwie aufhalten musste, ne? Aber das kann ich ja momentan nicht machen. Jetzt geh verdammt nochmal rüber, Alter. So. Das kann ich ja bisher noch nicht machen, weil mir irgendwie die Redekunst, glaube ich, fehlt. Oder das medizinische Wissen, glaube ich, auch. Weil ich glaube, mit dem medizinischen Wissen komme ich da auch hinterher. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wo war ich zum Schluss? Wir waren doch irgendwo auf diesem Plaza, wo wir die Supermutanten getroffen haben. Wo war das denn? War das hier? Nick Graditsch? Achso, Graditsch. Ah, da genau. Erstmal zum Jungen. Das ist ja erstmal das Wichtige daran. Erstmal den Jungen das Quest abgeben und danach kümmern wir uns um Free Dog und Radio News Galaxy. Oder was so? Radio News Galaxy? Oder Galaxy News Radio? Ah! Galaxy News Radio war das. Stimmt. Ich erinnere mich. Und ja, Leute, ich kann klatschen, obwohl ich einen Controller in der Hand habe. Macht das mal nach. So, wo finden wir jetzt den Kleinen? Achso, der war da in seinem Bunker, ne? Okay. Ist da draußen jemand? Hallo? Hallo? Hier ist der Tod! Die Ameisen, sie sind alle tot. Jeder einzelne von ihnen. Ja, und ich war's. Ich ganz alleine. Es war wirklich seltsam. Plötzlich drehten die Ameisen durch und kämpften gegeneinander. Die waren irgendwie völlig durchgedreht. War echt unheimlich, aber auch irgendwie cool. Ich würde sagen, ja. Ich wünschte, ich könnte Ihnen für Ihre Bemühungen etwas geben, aber ich hatte von Anfang an nicht viel. Dann sind Sie jetzt wohl wieder weg und ich muss alleine über die Runden kommen. Vielleicht besuchen Sie mich ja eines Tages. Oh, armer Kleiner. Ich kann dich hier nicht alleine lassen. Ich werde für dich ein neues Zuhause suchen. Ganz versprochen. Und außerdem, wie konntest du sehen, dass die Ameisen sich bekämpfen, wenn du da drinne warst? Hast du da vielleicht eine Antwort für? Meinen Sie das ernst? Hurra! Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich werde in meinem Haus auf Ihre Rückkehr warten. Ich muss sowieso meinen Papa begraben. Vergessen Sie mich aber Nee, nicht. nee. Fällt dir irgendeiner ein, der sich um dich kümmern könnte? Tja, Papa hat immer von meiner Cousine Vera erzählt. Sie lebt irgendwo in so einem riesengroßen Schiff oder sowas. Papa hat den Ort Rivet City genannt, aber ich weiß nicht, wo das ist. Rivet City, ja. Da werden wir ja früher oder später sowieso hinkommen. Und jetzt suche ich mal. Wo ist diese Plaza, wo ich war? Warte. Quest, Quest.
So, da war ja gerade der Hafen. Oh Gott, ich bin voll verwirrt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Tritt in die Fußstapfen meines Vaters. So, jetzt haben wir ja den Questpunkt. Aber wir waren doch, wir waren doch in der Nähe. Kannst du mir doch nicht erzählen. Wir waren doch irgendwie um die Ecke oder so, ne? Oder nicht? Hä? Bin ich jetzt doof? Oder waren wir hier? Ich glaube, wir waren hier. Achso, das ist die Fußlange Royal City, ja. Das ist doch kacke. Ich dachte, ich wäre schon gleich daneben gewesen. Ich hatte doch schon das Washington Monument gesehen, oder nicht? Warte, ich reiß mal dahin. Kannst du mir doch nicht erzählen, da war doch das Washington Monument. Und bin ich jetzt blöd? Hä? Ich meine, ich habe mich da extra umgesehen, damit ich herausfinden kann, ob ich in der Nähe vom Galaxy News Radio bin. Und ich dachte, ich war's. Warte, ist das überhaupt der Ort? Sieht so anders aus. Hä? Das ist jetzt etwas komisch. Obwohl, warte. Nee, das ist der Ort. Da liegen die Supermutanten. Ja. Wir sind hier auf der Insel. Und wir müssen eigentlich... Ja, woanders hin. Gehen wir erstmal zum Super-Duper-Markt und dann von da aus... Gehen wir halt erstmal zur richtigen Metro und versuchen uns dann von da aus durchzuschlagen. Ich meine... Im Endeffekt bleibt mir keine andere Wahl. Ich glaube, anders komm ich gar nicht mehr rein, oder? Ich denke mal schon, dass man noch anders reinkommt, aber ich glaube, das ist auch der beste Weg, gerade am Anfang. Hier sind die Raiders. Hatte ich die schon ausgeraubt? Ja, ne? Ja. Was ist mit der Talon Company? Die war doch auch hier. Talon Kampfausrüstung. Kann ich damit irgendwas reparieren oder so? Mal gucken. Ich nehme es mal vorsichtshalber mit. Vielleicht kann ich da irgendwie was reparieren. Könnte ich mir ein bisschen mehr Rüstung zusammenbasteln, damit ich ein bisschen mehr aushalten kann. Und hier war doch noch irgendwo einer, soweit ich mich erinnern kann, oder? Naja, egal. So, reparieren. Tal- und Kampfausrüstung. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich einen Rüstungswert von 19. Das ist ja genial. Den anderen Rest werfe ich weg. Das geht ja nicht zusammen. Schade eigentlich. So, genau, hier müssen wir lang, ne? Jetzt warten wir nochmal kurz, damit es hell wird. Ich hasse es ja, im Dunkeln zu reisen. Aber es ist so kacke. Erkennst überhaupt gar nichts. Und, ja, überall könnte irgend so ein Ghoul rauskommen und dir irgendwie die Kehle durchschneiden. Und sich dann Keks freuen und weglaufen. Und ich kann da nichts machen, außer sterben. Oh Gott. So, ich glaube, hier durchs Wasser möchte ich nicht unbedingt latschen, deswegen werde ich außen rum gehen. Am besten hier so lang. Hä? Was ist denn da? Ein kleines Lager? Wohnt da jemand? Oh! Fuck! Fick die Katze, alter Schwede. Oh, hier ist ein Bett. Aber erstmal die Granatenkiste öffnen. Ich weiß, ich benutze nicht so oft Granaten, aber ich kann es ja mal machen. Ich meine, ich bin hier im Let's Play, um ein bisschen was auszuprobieren. Und ich kämpfe so normalerweise nie mit Granaten. Ich sammle sie ein, weil ich doch schon gerne sammle. Ich bin ein verdammter Sammler, muss ich sagen. Und, hä? Wo kommst du denn her, du Schlampe? Verzieh dich! Oh, verzieh dich! Komm schon! Ah, sauber! Das war schon mal ein verkrüppelter Kopf. Komm, leck mich. Stopp. Oh Mann. Nein, nicht nachladen. Shit, ey. Alter, wie... Was? Ich hab dir voll in den Kopf geschossen. Das kannst du niemals vertragen haben. Was? Ach so. Auch noch ein Hund. Verzieh dich, Alter. So, das hast du davon. Niemand legt sich mit mir an. Es sei denn, er tötet mich. Dann ist das in Ordnung. So, jetzt haben wir wieder ein Blasmir-Rüstung, okay. Passt ja gut zu einer Frau. Also, kann ich das reparieren? Na, sieht nicht so gut aus. Sieht nicht so aus. Schade eigentlich.
Naja, dann gehen wir erstmal weiter und ist da, warte. Ich glaube, da hinten ist einer, ne? Oh ja, er hat mich schon gesehen. Oh, sauer. Na komm, nimm das. Oh nein, nur so knapp. Close. Und jetzt treffe ich ihn nicht mehr, oder was? Ach doch. So, und jetzt kommst du, du Tussi. Sehe ich gleich vom Weiten, dass du gleich umfällst. Ah, lass mich nachladen, lass mich nachladen. Nicht schießen, nicht schießen. Jetzt bist du nah genug. Bam. Sauber, ey. Das war ein kritischer. Na, natürlich treffe ich jetzt nicht mehr. Doch. So, ich gehe jetzt aber, glaube ich, erstmal wieder eine Runde schlafen, weil ich so viel Leben verloren habe. Es tut mir leid, Leute, dass ich so viel Zeit verschwende mit Schlafen gehen, aber ich wäre doch gerne voll aufgeheilt, wenn ich in die Metro gehe, denn ich weiß nicht, was da auf mich lauert, beziehungsweise ich weiß es schon, aber zu diesem Zeitpunkt des Spiels dürfte ich es ja eigentlich noch nicht wissen. Und deswegen, ja, habe ich mir erstmal kurz geheilt, einmal kurz ausgeschlafen und ab in die Metro müde, wie ich bin. Oh Gott, jetzt bin ich wirklich müde geworden, weil ich gegähnt habe. Das sollte ich nicht normal machen. So, was hat sie denn? Kronkorken ist gut, ja. Habe ich eigentlich überhaupt einen Helm an, frage ich mich gerade. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, ob ich einen Hand hatte. Naja. Machen wir gleich, aber erstmal schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Da müsste irgendwo die Metro sein, ne? Ja, genau, da ist sie doch. Metro Station Faroe. So, hängt hier noch irgendwo jemand rum oder so? Ach, da hinten ein Raider. Aber weißt du was, ich habe echt keinen Bock, mich mit dem anzulegen. Ich meine, klar, das ist Erfahrung for free, aber ich meine, ganz ehrlich, früher oder später werden wir sowieso Level 30 sein und dann kannst du uns am Arsch gehen. Oder nicht am Arsch gehen, sondern am Arsch vorbeigehen. So, was ganz nice wäre, wäre jetzt eine Maulwurfsratte. Wir brauchen nämlich noch ungefähr 7. Und zufälligerweise weiß ich auch, dass hier irgendwo welche sein müssten. Aber vorher holen wir uns wieder einen kleinen Bot, der uns unterstützen kann. So, als allererstes suchen wir mal die ganzen Bomben raus. Hier haben wir eine Bombe, ja, perfekt. Noch eine Bombe, oh. Ich habe ja einen richtigen Lauf. Hier ist noch eine Bombe. Warte, war da irgendwas? Nee, ne? Da ist ja kaum irgendwas noch vorhanden, alter Schwede. Ja, und die Wissenschaft wird langsam echt besser, muss ich sagen. Oh, da war noch eine Bombe, sauber. So, ich glaube, das war's auch. Mehr werden wir wohl nicht finden. Nee, hier ist auch nichts. Oh, tatsächlich, noch eine Bombe gefunden. Sehr nice. Das macht das alles jetzt ein bisschen einfacher. Ich gehe nochmal hier durch. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Glück und finde etwas. Das wäre nämlich praktisch. Naja. Okay, 3 von 5, Pillet. Ich weiß nicht. Was gibt's denn hier noch? Livid? Livid, ja, komm. Ha! Professionell gelöst! Endlich mal. So, Metroprotektor aktivieren. Ja. Aber erstmal probieren wir den Rest aus hier. Das war nichts. Das geht auch noch nicht. Naja. So, dann haben wir ihn jetzt mal angeschaltet. Habe ich eigentlich noch ein Metro-Ticket? Ich glaube schon, ne? Ich tue mal lieber hier alles nochmal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich gerade noch ein Metro-Ticket habe. Das wäre ein bisschen scheiße, wenn ich den jetzt raushole und der greift mich an. Warte, noch nicht initialisieren. Warte, 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 warte. Stationssicherheitsnetz. Oh, oh. Oh, oh. Hier ist nichts. Habe ich noch ein Metro-Ticket? Oh. Ich hab noch ein Metro-Ticket, na? Hier, kannst mein Ticket haben. Pilla. Omega. Tödliche Gewalt genehmigt. Karten, bitte. Ich hab eine Karte hier. Ticket wird überprüft. Überprüfung erfolgreich. Vielen Dank für die Fahrt mit der Metro. Bitteschön.